Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Charlize Stevens von charlizestevens.com und in dem heutigen Video bin ich im Gespräch mit Simone Fürster. Hallo Simone. Hallo Charlize. In diesem Video geht es um einige Neuigkeiten bei charlizestevens.com, bei uns hier im Business, in der Coaching-Praxis. Und zwar, wie so oft, es gibt im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre natürliche Wachstumsprozesse, natürliche Entwicklungsprozesse. Und ich habe mich durch diese Entwicklung an einem Punkt gefunden, wo ich mich entschieden habe, einen Enrollment Coach einzustellen für 2017. Mhm. Und die Person, die ich engagiert habe dafür, ist jetzt gerade vor dir, nämlich die Simone. Und heute wollten wir in diesem Video einige Fragen, die kommen könnten zu dieser Umstellung, die ist doch für manche Leute ganz neu und ungewöhnlich, wollten wir beantworten. Und deswegen machen wir so ein kleines Interview dazu. Und Simone wird die hauptsächlich Befragende sein. Deswegen würde ich sagen, Simone, ich übergebe einfach das Wort an dich und schau mal, was du mich fragen wirst. Sehr gerne, Shelia. Ja, ich glaube, die Frage, die die Menschen erstmal am meisten interessiert, was genau ist ein Enrollment Coach? Mhm. Okay, also ein Enrollment Coach ist in Amerika gang und gäbe bei größeren Coaching-Praxen, Trainergeschäfte. Und zwar ist es die Idee, dass der Chef oder die Chefin nicht gleich selbst mit jedem Interessenten spricht, sondern es gibt eine dafür vorgesehene Person, der Enrollment Coach, der mit diesen Menschen spricht, um in Erfahrung zu bringen, ob die Zusammenarbeit in diesem Fall mit mir Sinn macht und diese Person agiert im Sinne der Auftraggeber und vermittelt als neutrale Person zwischen dem Interessenten und der Coach, der Trainer und guckt, ob eine Zusammenarbeit stimmig ist und hilft dem Prozess nach vorne. Mhm. Habe ich das richtig erklärt, Simone? Hast du super erklärt und vielleicht kannst du noch ein ganz klein bisschen mehr ins Detail gehen, worum es bei der Kernaufgabe des Enrollment Coaches geht. Sehr gerne. Also das heißt, in Zukunft, wenn jemand sich anmeldet bei uns, bei der virtuellen Kaffeepause, so hieß es in der Vergangenheit und so wird es in Zukunft heißen, dann, wenn sie das tun, sie melden sich mit diesem Formular auf der Website an bei charlizestevens.com, dann heben sie ihre Hand damit und sie sagen, hey, ich bin an eine mögliche engere Zusammenarbeit mit Charlize interessiert. Und sie landen dann bei Simone. Und Simone wird eben mit dieser Person eruieren, wo sie gerade stehen, wo sie hin möchten, was ist der Gap dazwischen. Und sie wird in meinem Sinne überlegen, kann Charlize überhaupt diese Person helfen? Mhm. Macht eine Zusammenarbeit Sinn? Und wenn ja, und beide der Meinung sind, dass es gut ist, dann hilft sie diese Personen, herauszufinden, welche Pakete und Programme am besten zu ihren Bedürfnissen passen. Stellt diese vor und übergibt die Wahl dann an die Person. So sieht das aus. Ja, man kennt ja vielerorts die virtuelle Kaffeepause auch als so eine Art Kennenlerngespräch. Mhm. Und da ist jetzt einfach die Frage, wieso dient deine virtuelle Kaffeepause eben nicht dem Zweck, dich kennenzulernen, weil letztendlich kann man dich über so viele Medien kennenlernen, ja. Webinare, Video, Blog, du bist da ja sehr busy. Ja. Wieso ist das bei dir so? Ja, also früher war auch der ursprüngliche Gedanke von dieser virtuellen Kaffeepause, dass es ein Kennenlerngespräch ist. Aber je mehr Sichtbarkeit ich selber auf dem Markt hatte, desto mehr eben Webinare, Videos, Blogbeiträge, E-Newsletter, Kooperations Kampagne, whatever, war. Die Leute sind dann in die Kaffeepausen gekommen und sie haben gesagt, Charlize, ich habe das Gefühl, ich kenne dich seit ewig und es ging eben gar nicht um ein Kennenlernen, sondern nur um ein Abtesten häufig, kann ich helfen oder nicht? Also das war häufig der Fall. Die kannten mich schon alle und jetzt in Zukunft wirst du diese Aufgabe übernehmen, zu schauen, ob ich helfen kann und ob es Sinn macht. Ja, und es ist ganz richtig, wie du sagst, also ich kenne dich immer nur busy, im positiven Sinne des Wortes. Ja. Wieso stellst du erst jetzt jemanden ein? Ja. Weil busy bist du ja schon immer gewesen. Ja, also das stimmt. Also wir haben die letzten 2 Jahre ziemlich oft die Situation gehabt, wo die Praxis in Anführungszeichen voll war. Wir waren ausgebucht. Mhm.
Das stimmt schon. Ich war schon busy vorher. Aber zum einen, ich liebte immer diese Gespräche. Ich liebe sie nach wie vor. Also die machen Spaß durchzuführen. Die waren wirklich auch Highlights in meinem Tag. Und ich wollte sie nicht so früh aufgeben oder mir kam also gar nicht so stark die Idee. Aber in dem Wechsel zwischen 2016 und 2017, was ich gemerkt habe, ist, ich habe Visionen und Ideen für Gruppenprogramme, für skalierbare Konzepte, wo ich mehr Leute erreichen kann. Ich möchte nach wie vor 1-zu-1-Coaching anbieten. Wir haben gerade ganz neue 1-zu-1-Pakete entwickelt, die super attraktiv sind und worauf wir ganz stolz sind. Das stimmt. Ja, für 2017. Und ich bin an den Punkt gekommen, wo ich einfach gemerkt habe, ich kann nicht alles. Ich kann nicht alles. Ich bin kein Zauberer. Ich kann mich nicht verdoppeln oder klonen. Und ich habe ganz viele Sachen in meinem Geschäft ausgelagert oder delegiert an virtuellen Assistenten oder Experten und solche Sachen. Und ich hatte auch die Idee, man könnte überlegen, einen Enrollment-Coach anzustellen. Mhm. Es war erst ein Gespräch, was wir hatten, Simone. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Simone wollte mich interviewen wegen einer Interviewreihe, die sie gerade am Laufen hat. Und am Ende des Interviews habe ich gedacht, Simone ist die Person. Und ich möchte es jetzt. Es war wirklich eine intuitive, jetzt sofort ist der Moment, wo das dran ist und wo ich Simone frage. Ja, und was hat dich dazu bewogen? Also was war dein Gefühl? Wieso hast du in dem Moment gedacht, ja, das ist die richtige Person und die möchte ich auswählen? Ja, also zum einen, weil wir beide eine Vergangenheit haben, eine positive. Das stimmt. Simone war 6 Monate bei mir im Coaching, um ihr Geschäft aufzubauen im Online-Bereich. Sie war schon bereits eine erfolgreiche Unternehmerin mit ihrem Offline-Geschäft und sie wollte einfach nur einen Schritt in die Online-Welt wagen. Und wir haben ganze 6 Monate zusammen verbracht. Und in dieser Zeit haben wir uns nicht nur online gesehen, im Online-Coaching, sondern wir haben vor Ort im VIP in echt, ja, uns gesehen, gerochen, gespürt. Ich habe einfach in dieser Zeit dich sehr gut kennengelernt, habe ich das Gefühl. Und ich habe dich kennengelernt als jemand, der wirklich ein Menschenliebhaber ist. Das bin ich auch. Und das findet man nicht überall. Das heißt, Simone ist jemand, die Menschen auf die Straße sieht, die Schönheit in jedem findet, bei jedem weiß, dass sie eine spannende Geschichte haben, sie interessiert sich für andere und mir geht es auch so und ich finde, das ist eine so wichtige Qualität bei diesem Kennenlerngespräch. Jeden, der reinkommt, als wertzuschätzen, Mitgefühl den gegenüber für ihre aktuelle Situation zu zeigen, empathisch zu sein, wo sie sich gerade befinden und ja, ich wusste das alles schon von dir und durch das Interview, was wir geführt haben, wurde ich dann daran erinnert, wie einfühlsam und feinfühlig du bist. Und was ich auch von dir weiß, Simone, ist, dass du ein integrativer Coach bist. Du hast eine gute Coaching-Grundlage, du hast viele Jahre Erfahrung als Coach und das ist auch eine Fähigkeit, die mir wichtig ist für diese Gespräche. Auch wenn ich dazu sagen möchte, es findet kein Coaching in diesen Gesprächen statt. Das ist das nicht, aber man muss schon aktiv zuhören können, die richtigen Fragen stellen und das machst du dann auch. Absolut. Was mir ganz wichtig ist, ich teile einfach deine Werte. Ja. Also in deinem Sinne, ich möchte keine Kopie von dir sein, aber in deinem Sinne agieren, um den Menschen, die sich für deine Arbeit interessieren, einfach um die bestmöglich zu unterstützen. Ja, absolut, absolut. Und das weiß ich von dir auch, dass du da sehr allparteilich bist, dass du einfach wirklich schaust, würdest du glauben, dass ich gut mit dieser Person arbeiten kann? Du würdest in meinem Interesse arbeiten, du arbeitest im Interesse des Gegenübers. Ist Shelly der richtige Coach für diese Person? Also diese Allparteilichkeit, diese Neutralität ist mir wichtig. Richtig. Und wenn ich das mal so ergänzen darf, ich muss sagen, ich hatte schon so ein bisschen Bammel, als ich angefangen habe, mit dir zu arbeiten, dachte, oh, ich bin ja online noch ein totaler Nobody und Shelly ist so erfolgreich. Ja. Und ich glaube, mir hätte das gut gefallen, wenn ich da eine neutrale Person dazwischen gehabt hätte, weil dann wäre das Verlassen der Komfortzone nicht so groß gewesen, meine ganzen Sorgen und Zweifel zu schildern. Ja. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt.
Das ist ein guter Punkt. Und ich bin jedes Mal erstaunt, weil ich bin kein Hollywood-Schauspieler und kein Star. Aber doch kommen viele in die Kennenlerngespräche und sie sagen mir sofort, ich bin so nervös, ich zittere. Und sie sehen diese Videos und Sachen und sie machen sich ein Bild von jemand, wer ich sein könnte. Und ich bin ein ganz normaler Mensch wie sie. Und gleichzeitig bringen sie ihr Rucksack von Sachen, die sie gerade haben, Herausforderungen. Und das ist sehr, sehr sensibel. Und das möchte man nicht unbedingt sofort jemandem sagen, wo man denkt, dass sie wahnsinnig erfolgreich sind, auch wenn das nur in meinen Augen sehr relativ ist. Das ist immer relativ. Das stimmt. Ja. Jetzt weiß ich, also du hast es schon erwähnt, in den USA ist das so gang und gäbe. Ich kenne es auch von meinem Coaching-Programm, das hat in den USA stattgefunden. Ich habe da zu Beginn niemals die Möglichkeit gehabt, mit dem Coach. Mit dem Chef oder der Chefin. Mit dem Chef, genau. und ich hatte, also die haben das einfach so klar definiert, das war so, und ich habe das ganz normal empfunden. Jetzt ist es ja so, dass deine Kennenlerngespräche immer sehr gut funktioniert haben bis jetzt. Und ich weiß, du hast es total gerne gemacht und du hast auch vor allem eine sehr hohe Abschlussquote gehabt. Ist es jetzt nicht ein bisschen schwierig für dich, das abzugeben, oder bist du nervös? Wie sieht es so gefühlsmäßig bei dir aus? Ja, ich bin in der Tat ein wenig nervös, weil das schon ein wichtiger Knotenpunkt in meinem Geschäft ist. Ich meine, wenn das ist die Stelle, wo, nicht die einzige Stelle, aber eine wichtige Stelle, wo das Geld auch fließt. Ja, da kommt eine bezahlte Zusammenarbeit zustande. Mhm. Und überhaupt, wenn es darum geht, Marketing oder eine Verkaufskomponente, weil darum geht es letztendlich am Ende des Tages. Wir wollen das nicht verleugnen. Also wenn jemand bucht, dann wechselt Geld die Hände. Und das macht mich schon ein bisschen nervös, und andererseits habe ich eine riesige innere Freude, eine Neugier, wie wird für mich, für dich, für die anderen sein, und tatsächlich vertrete ich eine ganz starke innere Einstellung, dass man Mut haben muss, Mut mitbringen muss, Dinge auszuprobieren in seinem Geschäft. Und von vielen Dingen, die man ausprobiert, werden einige super laufen, andere mittelmäßig, andere werden scheitern. Aber tatsächlich wird man es nie wissen, wenn man es nicht einfach mal angeht. Ja, und wie du immer sagst, probier es aus, wenn das Gefühl da ist, und wenn es gar nicht läuft, dann ändere es wieder. Exakt. Aber probier es aus. Wie gesagt, ich sagte immer zu allen Coaching-Kunden, Gerd, kannst du dich erinnern, du kannst in jeder Sekunde eine neue Entscheidung treffen. Und das so denken wir häufig nicht. Also schon gar nicht in Deutschland. Wir haben die Idee. Wir trauen uns nicht so. Ja, ich muss eine Entscheidung treffen und dabei bleiben, bis ich vom Pferd falle, sozusagen. Ja. Den Spruch habe ich gerade erfunden. Ja, super. Aber also ich kann von meiner Seite aus nur sagen, ich bin mir total bewusst, dass es so, du vertraust mir sozusagen das Wertvollste an, was du hast, nämlich deine Interessenten. Ja. Wie du gesagt hast, das ist eine ganz delikate Schnittstelle, und ich freue mich riesig, dass du mir da so viel Vorschusslorbeeren und Vertrauen entgegenbringst, und ich freue mich wahnsinnig auf die Aufgabe. Ich freue mich auch sehr, und ich glaube, es wird gar nicht schwer für dich sein, weil ich meine, schließlich hast du mein Geschäft von innen kennengelernt. Du weißt alles, was ich beibringe als Coach. Du kennst die ganze System und Plattformen. Du weißt, was dem Kunden erwartet. Du kannst aus ihrer Perspektive das Ganze betrachten, was ein Riesengeschenk ist für sie. Das ist eine Perspektive. Das kannst du nicht. Die kann ich nicht einnehmen. Das ist einfach unmöglich. Und vielleicht eine Botschaft an alle da draußen, oder zwei Botschaften. Also wir hoffen einerseits, dass dieses Video und dieses Interview dich, lieber Zuhörer oder Zuschauerin, Mut macht, wenn du merkst, in deinem Business verändern sich die Sachen und es gibt Stellen, wo du viel besser auf deine Kernkompetenzen fokussieren kannst. Und wenn du auf deine Kernkompetenz fokussierst, was ich demnächst noch stärker tun werde, dann wirst du noch wertvoller, noch bereichernder sein für deine Kunden. In dem Fall kann ich mehr Zeit aufbringen für meine 1-zu-1-Kunden. Ich kann
neue innovative Programme entwickeln, worauf der Markt sich freut und wovon meine Kunden profitieren. Und das wird dir ähnlich gehen im Laufe deiner Entwicklung in deinem Geschäft. Und wir hoffen, wir können ein gutes Beispiel sein dafür. Und die letzte Botschaft, oder die zweite Botschaft ist, falls du über eine Zusammenarbeit mit mir nachdenkst, trau dich, mit unserem neuen Enrollment-Coach Simone Förster zu sprechen. Du bist in besten Händen, du bist gut aufgehoben und ich bin mir sicher, dass wir diesen Prozess genießen werden. Alle zusammen, win-win. Das stimmt. Ja? Genau. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ciao. Bye-bye.